unseren nächsten Vortrag gegangen und ich freue mich jetzt, dass ich meinen Kollegen Florian Wildenberger vorstellen darf. Florian Wildenberger ist ein hier wohlbekannter und auch anderweits wohlbekannter Medizinhistoriker, der sich mit vielen Fragen der modernen Medizingeschichte beschäftigt und er hat für Herrn André einen Vortrag mitgebracht, der heißt Die Wirkung Medical Society in the City of New York, weil er sich nämlich mit der amerikanischen Medizingeschichte auch beschäftigt. Bitte schön, Florian. Ich freue mich, dass so viele Leute noch da geblieben sind nach der Mittagspause. Und dass ich heute hier. Egal, wer braucht schon PowerPoint. Dass ich heute hier stehe und Sie mitnehme auf eine kleine historische Exkursion zur Virtual Medical Society in the City of New York, ist eher ein Zufall. Ich wurde letzte Woche, hat mich Herr Professor André angerufen und hat gesagt: Ja, eine Referentin ist ausgefallen. Wäre schön, wenn Sie Zeit hätten, dann würde es eine runde Sache werden. Konnte ich schlecht sagen, dass ich wieder Zeit und Lust hatte. Also bin ich gerne hierher gekommen, habe die Bücher gestellt und damit begann das große Chaos. Denn meine Bücher, die ich bei der Staatsbibliothek Berlin gestellt hatte, gerieten in einen, sie wurden entführt. Sie landeten in einen Bücheraufzug, der blieb stecken. Der Techniker sagte, ach, in 10 Tagen sind sie da. Dann habe ich gesagt, hör so zu, guter Mann, ich habe... Hier bist du das Fahrstuhl. Das ist die Rache der Stabi. Ich habe nicht 10 Tage Zeit. Ich war hier mal Fachreferent. Ich sage es Ihnen ganz offen, Sie schleppen meinetwegen diese Bücher eigenhändig aus dem Aufzug runter. Oder ich sorge dafür, dass Sie Wochenenddienst haben bis zur Pensionierung. Es kamen sehr unschöne Ausdrücke. Aber dann hat man alles. Und der nächste Chaos begann mit der New York. Mit der New York Academy of Medicine. Die hat nämlich um Informationen zu dieser Society gebeten, denn in der Forschung glauben wir alle, oder fast alle, außer Herrn André und mir, Herrn Schott wahrscheinlich auch, dass diese Gesellschaft 100 Jahre, 150 Jahre alt sei, weil sie 1860 gegründet sei. Ich habe das irgendwie nie glauben können. Und die New York Academy of Medicine rührte sich nicht bis gestern. Dann rief ich dort an und dann sagten die mir, wissen Sie, wenn Sie von bedeutenden Institutionen sind, dann rufen wir gleich zurück, aber für Viadrina, nö. Da wurde ich ziemlich pumpig, habe gesagt, wissen Sie, bei uns zu Hause in Deutschland, da gibt es noch nicht so, dass kreationistische Mormonen und durchgeknallte Zeugen Jehovas im Repräsentantenhaus den Staat lahmlegen für einen Monat, inklusive der New York Academy of Medicine. Und dann kam die Antwort zurück in deutscher Sprache, Sie haben ja so recht. Wie kam ich anstandslos in meine Information? Das Problem ist, die bekam ich gestern so gegen 22 Uhr. Das heißt, ich muss den Vortrag ein bisschen schneller ausarbeiten und Sie kriegen, der Aufsatz wird super. Der Vortrag ist ein bisschen schnell geworden. Die offizielle Geschichtsschreibung ist ja ein bisschen verworren. Es fängt damit an, dass der Name der Gesellschaft meistens falsch geschrieben wird. Es heißt nämlich in the City of New York und nicht of the City. Es handelt sich also um eine Fachgesellschaft, die sich innerhalb der Stadt New York konstituiert hat, aber in keinem Bezug zur Verwaltung oder gerade im ganzen Bundesstaat New York steht. Es scheint die älteste Virchow-Anhängerschaft der Welt zu sein. 1960, 100-jähriges Jubiläum mit Virchow-Medaille im angesehenen Salomon Carger Verlag. Super! 1860 habe sich die Gesellschaft gegründet. Das ist Geschichtsklitterung. Denn 1860 wurde in New York der Deutsche Medizinische Leseverein von New York gegründet, aber nicht die Virchow Society. Es war auch keine große Organisation, sondern ein loser Club von 6 bis 8 Ärzten aus Little Germany, die sich nicht in akademischen Hallen, sondern in einer Taverne namens Zum schwarzen Walfisch jeden Mittwoch nachmittags trafen. Die schöne Kneipe befand sich zwischen 2nd Avenue und 5. Straße und ich dachte mir, Moment, 2nd Avenue, 1860, da waren noch die Puffs. Richtig, da waren die Puffs, auch Ärzte wollen zwischendrin mal Spaß haben. Die Rudolf Virchow Medical Society in the City of New York
wurde erst am 10. Juli 1939 aus der Taufe gehoben und keinen Tag früher. Dazu wurde der Leseverein, der mittlerweile German Medical Society hieß, aufgelöst und die neue Gesellschaft gegründet, um der wachsenden Deutschfeindlichkeit in der amerikanischen Öffentlichkeit zu begegnen und die eigenen Sponsoren zu beruhigen. Warum entschied sich der Vorstand und den Arzt Paul Karl Sauer ausgerechnet für Virchow? Dafür sind vermutlich verschiedene Gründe verantwortlich. Die Mitgliederstruktur des Lesevereins hatte sich nach 1933 erheblich verändert. Alle neuen Mitglieder waren Exilanten aus dem deutschsprachigen Mitteleuropa und allesamt jüdischer Herkunft. Sie brauchten einen gemeinsamen Nenner, sammelten jemanden, auf den sie sich beziehen konnten. Die österreichischen Kollegen sammelten sich in der Clemens von Pirquet Society, benannt nach dem bekannten Wiener Kinderarzt und Immunologen, der 1929 zwar Selbstmord verübt hatte, aber als Symbol für die soziale Medizin stand und der sich praktischerweise nicht mehr wehren konnte. Aber auf wen sollten sich die Deutschen beziehen? In der US-amerikanischen Rezeption deutscher ärztlicher Schaffenskraft spielte Virchow über Jahrzehnte nur eine höchst untergeordnete Rolle. Die amerikanischen Mediziner bezogen sich lieber auf Robert Koch. Doch dessen exterminatorisches bakteriologisches Weltbild und seine Instrumentalisierung für die Eugenik, Rassenhygiene, hatten eine positive Konnotation seines Namens und Werks in der amerikanischen Öffentlichkeit der 1930er Jahre verunmöglicht. Und der angesehene Chemiker und deutschnationale Vorzeigenjude Fritz Haber tauchte auch nicht. Schließlich war mit Hilfe der von ihm entwickelten Senfgase im Sommer 1918 ein paar tausend GIs ermordet worden, vergast worden. Das kam gar nicht gut an in der aufgeheizten Atmosphäre des Sommers 1939. Man benötigte einen berühmten deutschen Arzt, liberal, weltoffen, dessen Öffentlich nicht so sehr von den Nazis propagiert wurde, mit dem sich auch die Mitglieder des Lesevereins identifizieren konnten und der zur Geschichte der Fachgesellschaft passte. Es war kein Zufall, dass man sich für Rudolf Virchow entschied. Es hat durchaus vage Anklänge an sein Werk gegeben in der Scientific Community der deutschsprachigen Ärzte New Yorks. Und nun eignet er sich in vorzüglicher Weise als Identifikationsfigur. Um dies nachvollziehen zu können, gehe ich nun wieder in die Geschichte zurück in die 1860er Jahre. Zum schwarzen Walfisch. Die Gründer des Deutschen Medizinischen Lesevereins von New York waren größtenteils Personen, die seit 1848 in Deutschland steckbrieflich gesucht wurden. Dieses Schicksal teilten sie mit zahlreichen Mitgliedern des 1847 gegründeten, aber 1853 wieder sanft entschlummerten Verein der deutschen Ärzte der Stadt New York. Die Mitglieder des Lesevereins arbeiteten zunächst in Privatpraxen, ehe sich einige von ihnen 1857 zusammentaten, um eine Poliklinik, das German Dispensary, zu gründen. Hier wirkten die Herren Stieberling, Werner, Fröhlich, Nägeli, Nördemann oder auch Krakowitzer zusammen. Einige waren Internisten, andere Gynäkologen, wieder andere Chirurgen. Sie boten das gesamte Spektrum der Heilkunde aus einer Hand an, heute würde man sagen ein Ärztezentrum, ein Stadtteilzentrum, und konnten so auch höhere Preise verlangen. Krakowitzer hatte zuvor pro Patient nur 25 Cent bekommen, für einen Hausbesuch einen halben Dollar, jetzt gab es 2 Dollar immerhin. Und dieses German Dispensary war wohl die Keimzelle des Lesevereins. Um auf dem neuesten Stand der Medizin zu sein, benötigten die Ärzte Zugang zu Fachzeitschriften und neuesten Lehrbüchern. Die amerikanischen medizinischen Hochschulen im Raum New York waren dafür gänzlich ungeeignet. Und selbst wenn sich Krakowitzer und seine Freunde mit der Harvard University auf eine Zweitnutzung von Zeitschriften angeliefert mit der Postkutsche hätten einigen können, es hätte überhaupt nichts gebracht. Es gab noch nicht mal eine Professur für Physiologie in Harvard, von pathologischer Anatomie ganz zu schweigen. Die amerikanische Medizin war weit hinter dem Stand von Frankreich oder den deutschen Staaten. Es gab nur eine Möglichkeit zur Professionalisierung, den Import der Produkte des Verlags aus August Hirschwald aus Berlin, das freundlicherweise auch Lehrbücher und Journalzusammenfassungen lieferte. Das kostete aber Geld. Viel Geld, nicht nur 50 Cent. Josef Nägeli war wohl die treibende Kraft. Seit 1848 in Baden wegen Zusammenrottung, Schusswaffengebrauch und Aufwiegelei gesucht und leider nicht gefunden, auch nicht von Polizeikommissar Josef Mildenberger. Er orderte folgende Zeitschriften bei August Hirschwald: The Journal of Obstetrics, Volkmanns Sammlung klinischer Vorträge, Medical Record, Zentralblatt für medizinische Wissenschaft, Berliner klinische Wochenschrift, Vierteljahresschrift für praktische Heilkunde, Wiener medizinische Wochenschrift und das Archiv
für klinische Chirurgie. Die Mitgliedschaft im Leseverein kostet zunächst mal $5 einmalig Eintritt und dann 50 Cent im Monat. Man sieht, Virchows Arbeit steht nicht ganz so auf der Bestellliste, das Archiv für pathologische Anatomie fehlt. Man ordert die Journale für den praktischen täglichen Gebrauch. Nicht medizinische Theorie, nicht Forschung, nichts Virchow. Der Leseverein gibt bis Mitte der 1880er Jahre das Treffen einiger deutscher exilierter Ärzte mit Problemen in der englischen Sprache. Man tauschte sich ein wenig aus und die Festivitäten waren eher ein Heiratsmarkt als eine medizinische Fachtagung, schwarzen Walfisch und so. Derweil veränderte sich die Welt außen herum. Die Erfahrungen des amerikanischen Bürgerkrieges, die vielen Seuchen wie Cholera oder Typhus in den von Einwanderern überfluteten Städten von New York über New Orleans bis St. Louis, bewogen zwar nicht die amerikanische Präsidialverwaltung oder die Gouverneure der Bundesstaaten, wohl aber die Organisatoren der Hochschulen und der Außenweiterbildung der Mediziner grundsätzlich einiges zu ändern. 1876 führte die Johns Hopkins University, die deutsche Forschungstechnik, wie man es nannte, ein, um die medizinische Forschung voranzubringen. Das heißt, man schickte junge Ärzte zu Rudolf Virchow und seinen Schülern, damit sie den amerikanischen Gelehrten erklärten, wie man die öffentliche Gesundheit garantiert, erhält oder organisiert. Die Amerikaner meinten Public Health, die deutsche Volksgesundheit, ein grundlegendes Missverständnis, aber im 19. Jahrhundert noch weitgehend folgenlos. Doch erst in den 1880er Jahren zogen die Bundesstaaten nach, die State Boards of Health interessierten sich aber nicht für Zellularpathologie oder soziale Medizin. Sie wollten mit Hilfe der Bakteriologie ein Mindestmaß an öffentlicher Gesundheit garantieren und es war nicht Virchow, sondern Robert Koch, der rezipiert wurde. In den Großstädten Amerikas, vor allem an der Ostküste, wurde begonnen, seitens der öffentlichen Verwaltung die Ärzteschaft zu professionalisieren. Es muss für die Mitglieder des ärztlichen Lesevereins eine bizarre Überraschung gewesen sein, als ihnen klar wurde, dass ihnen das State Board of Health als neue amerikanische Medizin das nahebringen wollte, was sie seit Jahren als Produkt deutschsprachiger Bakteriologie kannten. Wollte man nicht untergehen, musste sich an der Vereinsarbeit einiges grundlegend ändern. Man benötigte ein eigenes Profil und dieses musste nach außen präsentiert werden. Wenn alle anderen mit den großen Ressourcen allein auf die Bakteriologie und Robert Koch setzten, dann war es Zeit, sich neu zu positionieren. Dies erkannte auch der 1885 neu gewählte Vorsitzende Karl Heitzmann. Er entstammte einer neuen Generation von Einwanderern. Er war kein steckbrieflich gesuchter Heckenschütze mit einem klaren Feindbild namens Staat, sondern ein engagierter Arzt, der auf Ausgleich bedacht. Er sorgte für Werbung für den Leseverein, führte Englisch als zweite Amtssprache ein und ließ einmal im Monat bei den Treffen Papers präsentieren. Thematische Zusammenfassungen der neuesten Forschungsliteratur, die sich die Mitglieder nicht mehr selbst anlesen mussten, sondern die sie häppchenweise vorgesetzt bekamen. Einmal für Gynäkologie, einmal für Chirurgie etc. etc. Dazu gab es Festinés mit herausragenden deutschen Gelehrten, die auf der Durchreise waren, so am 10. Oktober 1888 mit Friedrich von Esmarch. Im gleichen Jahr erfolgte die Umbenennung des Lesevereins in German Medical Society in the City of New York. Als Fachzeitschrift gab es im Gegenzug weiterhin in deutscher Sprache seit 1885 die New Yorker Medizinische Presse. Niemand muss mitschreiben, es gibt eine Festschrift. Die Mitgliederzahlen schossen in die Höhe, zeitweise traten jeden Monat 30 neue Ärzte ein. Die Tagungen fanden nicht mehr im Walfischpuff, sondern in den Räumen der New York Academy of Medicine, 12. West 31. Straße statt. Eine leichte Kursänderung bewirkte der seit 1891 neu gewählte Präsident Paul Jacobi, der bis zu seinem Tod 1919 an der Führung der Gesellschaft mitwirkte. Er setzt wieder verstärkt auf die deutsche Sprache als Kommunikationsmedium, da die deutsche Medizin weltweit führend sei. Die Amerikaner sollten gefälligst Deutsch lernen, wenn sie aus erster Hand erfahren wollten, was aktuell sei. Nationalstolz im Exil, in der Heimat der Illustrierten mit der Gartenlaube hochgelobt, als wahres Produkt deutschen Denkens und Führerschaft. In den folgenden Jahrzehnten kamen gerne die Spitzenvertreter der deutschen Wissenschaften bei der Reise durch Amerika zuerst in der German Medical Society vorbei, zum Beispiel Nikolaj Stradecki, Sauerbruch, Waldeyer oder Leiden. Zu diesen Banketten erschienen dann William Welch oder William Osler, die großen Reformer der amerikanischen Medizin, um sich im Glanze der deutschen Kollegen zu sonnen. Auch die Kontakte zwischen den großen Stiftungen wie Rockefeller oder Carnegie für transatlantische Kooperationen wurden in der German Medical Society geknüpft.
Aber wenn man die Aufsätze der New Yorker medizinischen Presse liest und die Essays in amerikanischen Journalen im Hinterkopf hat, merkt man schnell die Unterschiede. Die Autoren der Presse und Mitglieder der German Society wollten einerseits die Patienten zur Gesunderhaltung erziehen und andererseits als tatkräftigen Akteur auf dem Gesundheitsmarkt den Staat gewinnen, während Osler und Welsch eher daran gelegen war, die Tätigkeit des Staates auf ein unbedingt notwendiges Mindestmaß, Klammern Polizei zur Absperrung der Seuchenbezirke, zu begrenzen. Das mag heutige Historiker an Virchow erinnern, mich auch zunächst. Man nahm aber nicht direkt Bezug auf ihn. Es gab zu seinem Tod auch keinen Nachruf, sondern nur 1902 den kurzen Satz in der New Yorker medizinischen Presse, Zitat, unser Virchow wurde uns am 5. September vorigen Jahres durch den Tod entrissen, Punkt, Ende aus. 1891 hatte man für die Geburtstagsfeierlichkeit für Virchow eine Kollekte veranstaltet und 1000 Mark gesammelt und Virchow war Ehrenmitglied der Gesellschaft. Ansonsten stand auch für die German Medical Society das Lob für Robert Koch im Vordergrund. Es scheint, als ob man bemüht war, die eigenen Anstrengungen, übrigens auch zur Einschaltung des Staates, als Produkt Kochschen Denkens auszugeben. Das war ziemlich gefahrlos möglich, denn Koch im Original zu lesen, war nicht jedem in New York vergönnt, weil in Deutsch. Gleichwohl glaube ich, im recht entspannten Stil der Aufsätze der New Yorker medizinischen Presse Virchows Einfluss erkennen zu können. So beteiligte sich die German Medical Society nicht an den Ausrottungsfeldzügen der American Medical Association gegen Homöopathen, Osteopathen oder Chiropraktiker. Man setzte eher auf die wissenschaftliche Überzeugungskraft der eigenen Argumente. Im Dezember 1910 hatte man 342 aktive Mitglieder, fast 23.000 Dollar Vermögen, eine große medizinische Bibliothek mit 400 neuesten Bänden und dann am 19. Dezember 1910 die 50-Jahr-Feier im Hotel Plaza. Die Gesellschaft war auf dem Höhepunkt von Macht und Einfluss angelangt. Ab jetzt ging es steil bergab. Die amerikanische Öffentlichkeit verübelte alsbald der German Society ihren Chauvinismus nach Kriegsausbruch. 1916 stellte die New Yorker medizinische Presse ihr Erscheinen ein, weil alle halb assimilierten Leser ihre Abos kündigten und nach dem Kriegseintritt der USA 1917 flog die Society aus der New York Academy of Medicine hinaus. Die Mitglieder entschieden sich aber offenbar in großer Mehrheit für ein Engagement zugunsten der USA, arbeiteten als Ärzte für die Armee und kämpften gar an der Westfront 1918. Das machte den Neuanfang in New York einfach, nicht unbedingt die Wiederanknüpfung an die Kontakte in Deutschland. Erst 1919 begann die German Medical Society wieder mit ihrem Kanon aus Meetings und Präsentationen, allerdings nicht in der New York Academy of Medicine, sondern dem Liederkranz Club, dem Clubhaus der deutschen Sängerschaften. Es war der Ethnologe Franz Boas von der Columbia University, der seinen Bekannten von der German Medical Society den Wiederaufstieg ermöglichte. Er gewann die Society für die Mitarbeit an der Emergency Society for Aid to German Science. Man sammelte Geld, kontaktierte die alten Gäste und Freunde, lud wieder ein. Denn der Dollar stand hoch im Kurs in inflationsgeplagten Deutschland und Österreich. In jeder Hinsicht. Allmählich wurden die Gäste aus diesen Ländern nicht mehr nur eingeladen, weil sie stolperten auf dem Weg nach Harvard, Princeton oder Berkeley, ja zufällig an der Society vorbei, sondern sie kamen zur German Medical Society und wurden hier aus und mit Hilfe der Verbandsfunktionäre an amerikanischen Universitäten als Dozenten vermittelt zu werden. Dieses Engagement wurde im Laufe der 1920er Jahre professionalisiert, die German Medical Society zum wichtigsten Kontaktforum für die hillbilligen Universitäten in Iowa, Nebraska oder Utah, die bislang fern vom wissenschaftlichen Fortschritt dahin eierten. Diese neue Funktion als transatlantischer Türöffner erwies sich als glücksvoll für die Zeit nach 1933, wie der spätere Vorsitzende Josef Berberich schrieb, Zitat, Our former preoccupation with the German spirit, the German Geist, gave way to our present sincere endeavor to do justice to the ambitious and international spirit of science, Zitat Ende. Oder anders formuliert, es gab viele neue Mitglieder, doch sie hatten alle kein Geld, brauchten ganz dringend einen Job oder eine Aufenthaltsgenehmigung. Die German Medical Society veränderte rasend schnell ihre Gestalt. 1933 hatte man um die 200 Mitglieder, die meisten Karteileichen. 1945 sind es 384 aktive Mitglieder, 1947 gar 443. Es geben nun diejenigen Leute den Ton an, die sich nicht mit Begeisterung an die große, stolz germanisch-deutsche Nation erinnern, sondern vor dieser auf der Flucht sind. Die Namen der Verbandsfunktionäre erlesen sich wie ein Genpool für künftige Nobelpreisträger. Mannheimer, Charles Gottlieb, Rudolf Nissen, Josef Berberich, Kurt Goldstein, Franz Grödel, Paul Hoch, Lothar Kalinowski, Eugen Kahn, Bernhard Zondek, Franz Josef Kallmann, Siegfried Tannhauser, Wilfried Kohlhulse, Max Gudenthal, Alfred Plaut.
Es ist eine interessante Mischung. Da der Sozialdemokrat Goldstein, hier der deutsche Nationale Kallmann, der sich nicht entblödet, 1947 dem obersten deutschen Rassenhygieniker Ernst Rudin einen Persilschein auszustellen. Das müsste interessante Treffen gewesen sein. In New York. Sie fanden wieder in der New York Academy of Medicine statt. Wenn da nicht der blöde Name German Medical Society wäre. Man muss dazu sagen, die New York Academy of Medicine war schräg gegenüber vom deutschen Konsulat. Und da wehte diese schöne Hakenkreuzfahne und dann German Medical Society war nicht so toll. Gerade so im Sommer 39 nicht so toll. Doch das fiel ja dann 1939 weg und nun wurde endlich Rudolf Virchow als Namensgeber an die Spitze gestellt und sogleich suggeriert, man habe schon immer in der Gesellschaft vor allem die Werke Virchows im Blick gehabt. Vor allem die soziale Medizin. Ja, da es trifft sich gut, dass die soziale Medizin nach den entbehrungsreichen Jahren der großen Depression für viele amerikanische Politiker ein Anliegen ist. Das öffentliche Gesundheitswesen wird ausgebaut. Experten, deutschsprachig vor allem, sind ja genügend auf dem Markt. Die Virchow Medical Society entfaltete alsbald ein großes Engagement, einerseits für die Flüchtlinge, andererseits für die auf Professorensuche befindlichen Universitäten, aber auch bezüglich des eigenen Selbstbildes. Rudolf Virchow wirkt zur Identifikationsfigur. War er nicht auch aus politischen Gründen 1848 aus dem scheißblöden Preußen vertrieben worden? War er nicht zurückgekehrt nach 10, 12 Jahren, nachdem der Spuk vorüber war? Hatte er sich nicht für die Armen eingesetzt in Oberschlesien oder in Berlin? War er es nicht gewesen, mit dessen Zielen man sich identifizieren konnte? Was hatte er getan, um seine Neuerungen zu bewerben? Er gründete eine Zeitschrift und so machen es auch seine selbsternannten Erben in New York. 1942 werden die Proceedings of the Rudolf Virchow Medical Society aus der Taufe gehoben. Hier publizierten die an Spitzenuniversitäten gelandeten Exilanten ihre Forschungsergebnisse aus dem Labor, ebenso wie die in der Bronx praktizierenden niedergelassenen Ärzte ihre Reports direkt von der Straße. Und stets wirkt im Hintergrund als historische Bezugsperson Rudolf Virchow. Virchow als Freund der Wissenschaften, Virchow als Held im Exil, Virchow als Erneuerer und Aufklärer. Das geht auch nach 1945 so weiter. Man macht Virchow Gedenkfeiern, bewirbt sie auch 1953 in der Münchner Medizinischen Wochenschrift, damit die vormaligen Kollegen, alten Nazis und neue Demokraten wissen, dass man sie nicht vergessen hat. Die müssen nun alle brav Englisch lernen, um die großartigen Aufsätze und Bücher von Goldstone, Kalinowski, Kalman oder Plüsch zu verstehen, die jetzt Amerikaner sind und nicht mehr Goldstein, Kalinowski, Kalman oder Plaut heißen. Dumm gelaufen. Im Sinne Rudolf Virchows träumt Josef Berberich von der baldigen Einführung der deutschen Ortskrankenkasse in den USA. Denn die Virchow Society steht an vorderster Front für die Bewerbung der Einführung eines öffentlichen Gesundheitssystems in den USA. Man erhält stündlich damit, so wie Obama heute. Das kommt aber in den 1950er Jahren nicht mehr so gut an. Die werden Kollegen, also die amerikanischen Kollegen, alteingesessenen von der Medical Society of the City of New York, wurden gefragt, ob man die Krankenversicherung zugunsten der Armen ausweiten soll oder nicht. Ergebnis: zwei Drittel der Ärzte haben überhaupt keine Meinung dazu. 25% sind dagegen und nur 9% dafür. Und die Aufsätze in den Proceedings der Rudolf Virchow Society sind auch nicht dazu angetan, das Vertrauen großer Geldgeber wie Pharmafirmen oder Lobbyisten zu erwecken. Früh wird über Drogenmissbrauch geschrieben, dann über die Nebenwirkungen der Pille, schon 1960, erstand 1965 in den großen Zeitschriften, und anstatt die Nierentransplantation zu befürworten, überlegen die Autoren lieber andere Ansätze, zum Beispiel die Erziehung der Menschen zu einem gesunden Leben, nicht so viele Burger fressen. Nicht so viele Psychopharmaka reinschmeißen. Man setzt auf staatliche Hilfe, eine klassische europäische soziale und Gesundheitspolitik und nicht auf nordamerikanische Public Health. Man kann sagen, die Virchow Society schoss sich freiwillig und glücklich aus dem Diskurs. Anstatt richtig amerikanisch zu werden, blieben die Autoren irgendwie gefangen in einer sozialhygienischen Zeitkapsel aus den 1920er Jahren. Die eigene Geschichte, oder besser gesagt, die Konstruktion neuer Traditionen wurde zentral. 1956 wurde die Virchow Lecture ausgerufen und ein Jahr später gern eine Virchow Medaille verliehen. Als erster Preisträger wird ausgerechnet Hermann Muller ausersehen, der Genetikstar der 1920er Jahre, den USA schon keiner mehr kennt. Man nimmt diese wunderbare, als Vorbild diese Goldmedaille, die Virchow zu seinem 70. Geburtstag in Deutschland verliehen bekommt, die drückt man nach. Man stellt sich in eine Tradition, die es niemals gegeben hat. Und die wird dann überreicht. Und man pflegt diese Tradition weiter, man setzt aber auch auf die eigene Unabhängigkeit.
Es gibt keine Pharmaanzeigen in der Positiv oder fast keine. Nur die Annoncen des Verlages Salomon Kalender und die sind in deutscher Sprache, nicht auf Englisch. Die Autoren der Proceedings waren in den 1950er Jahren diejenigen, die Ärzte in New York geblieben waren oder in Williamsburg und keinen Ruf nach Harvard oder Princeton erhalten haben. Sie waren nicht die einzigen Rebellen, noch energischer gegen den Zeitgeist stand die Kirkee Medical Society in City of New York, geführt von dem rebellischen Wiener Arzt Sigismund Peller, der sich auch noch zugunsten der Emanzipation von ethnischen und sozialen Minderheiten einschaltete und dann irgendwie, ich denke, die erste Ärzte-Demo für Prostituierte startete. Da im Wirtschaftswundergarten in Mitteleuropa kein Druck bestand, auszuwandern, kamen keine neuen Mitglieder mehr in die Fachgesellschaft dazu. Und umgekehrt zurückgehen, das machten nur wenige. Den Kampf um Wiedergutmachungsrenten aufzunehmen, war schon schwierig genug. Wer wollte sich schon Sätze wie, ja, sind Sie nicht verbrannt worden? Wie kommen Sie denn wieder zurück? Wer hat Sie denn eingeladen anhören? Die manchen Rückkehrer zur Begrüßung in Frankfurt am Main und die Ohren flogen. Und seitens der amerikanischen Fachgesellschaften bestand immer weniger Übereinstimmung mit den renitenten Exilanten. Die Mitgliedschaft ging zurück, schon aus biologischen Gründen. 1976 vereinigten sich Wirche und die Kirkee Society. Die Proceedings erschienen noch bis 1983, dann hatte wohl auch das Verlag Salomon Kalender keine Lust mehr. Der letzte nachweisbare Vorsitzende war in den 1990er Jahren der Internist Otto Kästler. Der letzte Nachweis auf bezahlte Steuern der Gesellschaft stammt aus dem Jahre 2009. Das war es mit der Wirche Society. Immerhin wohlwollend gerechnet wurde sie fast 150 Jahre alt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Einführung und das Schöne daran ist, dass es auch auf kurze Zeit geht. Herzlichen Dank.